Luxus Life. Was mag in dieser Tasche wohl alles drin sein? American Express, Eurocard, VIP-Tickets, Gala-Tickets Bambi, Gala-Tickets Ein Herz für Kinder, Gala-Tickets Elbphilharmonie. Und? Wie gehen wir mit Mensch um? Auf der Straße? Bei beengten? Oh. Ach, sorry. Jetzt ist das Licht ausgegangen. Und was mag das wohl heißen? Guten Morgen, Mensch. Zivilcourage geht alle an. Jeder kann der Nächste sein. Und manchmal hat man das Gefühl, dass genau so die Werte dem Bach hinuntergehen. Aber warum? Warum? Nochmal, warum? Oh, es werde Licht. Das war jetzt eigentlich nicht geplant. Und der hier aufspricht, der hat garantiert auch keinen Vogel. Ist das einer? Ja, das ist, glaube ich, einer. Sondern der versucht aufzuzeigen, was ist. Und da rein passen auch Etikette. Knicke-Etikette. Ja? Filmbergala.tv sagt nicht nur, was ist, wie 70 Jahre Augstein Spiegel, sondern zeigt auf, was ist. Filmbike Live. Was nützt das, wenn wir Top-Technik haben, top-gedresst sind und einen Umgang haben, als wären wir schon bei der Vorstufe zur Mülldeponie? Nothing at all, sagt eine Diplomatentochter aus Minsk. Und da hat sie recht. Denn auch das, was sie erfahren hat, spricht Bände nicht nach oben, sondern niedrigster Form. Ob das Amtspersonen angeht oder dergleichen, es lohnt sich nachzudenken, dass wir vielleicht annähernd die Klasse erreichen wie eine Handtasche von Chanel. Oder von Dior. Oder. Ja, warum zeichnet der so auf? Weil die Anlässe mehr denn je gegeben sind. Gestern, beziehungsweise vorgestern, bat ich einen Verkehrsteilnehmer in Nürnberg, Kassler Kennzeichen V, Punkt, 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 das sind seine Nummern, folgen noch. Er möchte doch bitte per nonverbaler Sprache, die ich wählen musste, wenn das Auto geschlossen ist, kann er nur die entsprechende Zeichensprache nonverbal mit aufnehmen. Er hielt an und ja, drehte seine Scheibe herunter. Und ich wollte nur nicht, dass bei einer PKW-Breitenstraße plus links, rechts, beidseitig je 30 cm Platz war, der eine oder andere querende Straßenpassant nicht Kühlerfigur spielen muss, weil er nämlich nicht 100, aber zwischen 50 und 70 gefahren ist. Und dann ist es mein Recht, weitblickend ihn zu gängeln, dass keine kühle Figur im Spagat irgendwo landet. Weil eben man nicht die Möglichkeit hat, wenn man eine Nische oder einen Parkspalt nutzt, um die Straße zu queren, so schnell zu reagieren. Was daraus wurde, ist der Skandal hoch X.
Ich wurde abgepasst, nur weil ich seinen PKW und bezüglich der Genauigkeit das Nummernschild nochmal anschauen wollte. Abgepasst und von hinten angegriffen, aber nur mein Handy. Gott sei Dank nicht mein Kopf und mein Körper oder was auch immer. Meinen Daumen, den hat er noch verdreht. Er rannte weg. Ich dachte, oh Gott, da sind der Staatsanwaltschaftsdaten auch noch drauf. Wichtige, brisante Daten, Ermittlungsdaten und natürlich die Zugänge Facebook, E-Mail und dergleichen. Und dachte, ich werde dieses Handy nie mehr sehen, weil ich ja zu diesem Zeitpunkt auch nicht sicher wusste, ob ich das Kfz sicher erfasst hatte visuell. Ich hatte Gott sei Dank Glück und habe genau hingeschaut. Und er rannte um eine Ecke in Nürnberg, Bindegasse sozusagen. Und ich schrie mehrfach, Überfall, Überfall, Handyraub, Handyraub. Der erste Taxifahrer fährt weiter. Der zweite PKW hält an. Ja, ich brauche Polizei, Polizei, Polizei. Bitte, bitte anrufen, anrufen, anrufen. Ja. So laut wie möglich. Und plötzlich merkt er, dass Menschen anhalten. Und er rennt zurück. Mir entgegen. An ein Verkehrsschild. Ecke Bindergasse. Und die Straße, die runterführt zum Heiliggeistspital. Bückte sich und knallte das Handy verbogen, mit beiden Händen vorher noch zusammengebogen, circa 20 Grad zusammengebogen, Displayschaden etc. auf den Boden. Tja, und dann rannte er, was er konnte, bis zur nächsten Abzweigung. Also hat er seinen PKW dort versteckt gehabt, weil ich nämlich mir nicht vorstellen konnte, dass er so schnell mit dem PKW auf die Theresienstraße stadtauswärts hätte fahren können. Ja, und danach kam eine Vernehmungsodyssee der feinsten Note, also nicht ironisch, tatsächlich. Frau L., eine Azubi, glaube ich, bei der Polizei, hat sich vollste Mühen gegeben, der BE Mitte, Dienstgruppe Dora, was gut ist und was belobt werden muss, das muss man sich auch gestatten dürfen. Nicht, dass jeder denkt, die Polizei tut nichts. Also in diesem Fall Prädikat super. Und wie gesagt, ich hoffe, dass der Typ seiner gerechten Strafe zugeführt wird, dass er das nie mehr tut und dass er empfindlich berührt wird mit dem Strafmaß. Denn das ist Raub, das ist Angriff an die Würde und natürlich der Handyschaden und die Schäden, die ich jetzt heute hatte und des Weiteren haben werde, weil dort Originalfotos von einer Gala drauf sind. Na dann, guten Morgen. Guten Morgen, Täter und gute Nacht, Täter. Ich möchte es jetzt noch nicht ausführen, aber ich muss mich da noch rückversichern mit einem Freund, Staatsanwalt, ob ich das und das noch mit veröffentlichen darf. In diesem Sinn, ich würde es gerne tun, aber ich nehme Rücksicht auf galacom.tv, Filmbike Live, Courage, No Limits, öfters mal die Werte, andere Werte achten und einpacken. Bon voyage.